Hallo, ich bin Carsten in Rating-Homberg und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin heute mal wieder auf dem Neanderlandsteig unterwegs. Für mich ist das, glaube ich, die 5. Etappe. Laut Zählung vom Neanderlandsteig ist es die 10. Aber ich bin ja nicht mit Etappe 1 angefangen. Dies hier scheint auf jeden Fall erstmal wieder eine der ruhigeren Touren zu sein, weil von der Grever Mühle, also von dem Golfplatz aus, wo ich letzte Mal geendet habe, geht es eigentlich direkt an so einem kleinen Bach entlang und dann über Felder erstmal los. Und ich habe heute tolles Wetter bestellt. Wenn ihr Lust habt, kommt ihr gerne noch ein Stückchen mit. Ja, es ist wirklich ganz tolles Wetter heute. Ich bin jetzt ungefähr auf der Hälfte der Strecke. Und ich denke mal, jetzt habe ich mir so langsam einen Tee verdient. Guten Tag. Ja, einen Tee. Danke. Man hört hier gerade nur Vögel und da hinten geht ein Bach lang. Ansonsten ist hier absolute Stille.
Ist echt schön hier. Der Weg geht hier schon die ganze Zeit an so einem, durch so ein Bachtal. Das ist ein ganz, ganz tolles Tal hier. Die Sonne scheint hier schön rein. Gefällt mir hier echt super. Ich bin jetzt in Erkra zurück. Ich laufe jetzt gerade durch so einen Park zum Auto und muss sagen, also das ist, diese Etappe ist bis jetzt wirklich die schönste Etappe vom Neanderlandsteig. Für mich persönlich. Hat mir bis jetzt am besten gefallen. Lohnt sich wirklich, das Stück mal zu gehen. Ja, langsam zieht sich das Wetter zu, aber ist ja kein Problem. Bin ja jetzt gleich am Auto, kann mir das fast egal sein. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.